Hey Leute, was geht? Hier ist wieder der Deep Yoshi mit einem brandneuen Part von Pokémon Heart Gold. Im letzten Part haben wir die Top 4 erfolgreich besiegt. Und in diesem wollen wir mal gucken, was unsere Mutter zu sagen hat. Oh, hallo Deep, Professor Lind sagt, er habe irgendwas für dich. Okay, dann wollen wir auch gleich mal nach zu Professor Lind gehen und schauen, was das Schönes von uns hat. Steig schnell auf mein Fahrrad. Das benutzen wir sowieso nie. Und Professor Lind, was hast du zu sagen? Oh, hallo Deep. Ich habe dich hier schon erwartet. Ich habe dich heute zu mir gerufen, weil ich dir etwas geben möchte. Hier, das ist ein Bootzig. Damit kannst du auch in Kanto fahren und auf Pokémon-Jagd gehen. Wow, Deep behält ein Bootsticket. Ja, ich verstehe die Tasche. Das Schnellboot für dieses Ticket... Ah, Mann! Das Schnellboot, für das dieses Ticket gültig ist, liegt im Hafen von Olivian City. Aber du weißt ja wahrscheinlich besser als ich. Du und dein Pokémon-Team, ihr seid schließlich schon viel zusammengereist. Also dann, wenn du nach Kanto gehst, grüß doch bitte Professor Eich von mir. Okay, kann ich machen. So, dann wollen wir uns auf den Weg machen zu Kanto und dort auch unsere 8 Orden zu besorgen. Aber davor muss ich noch kurz was machen. Ich muss nämlich fliegen. Das sieht sehr schlecht aus gegen einen Arena-Leiter, aber es wird schon irgendwie klappen. Ich wollte fliegen. Ja, so. Dann einmal da schön hinfliegen. Und schauen, was uns dann erwartet. Mann, ich glaube, ich bin ein bisschen falsch geflogen, oder? Ja, bin ich. Tick City wollte ich eigentlich gar nicht hinfliegen. Na egal. Kostet ja nicht so viel Zeit. Wir haben ja auch jede Menge Zeit. Ja, wenn die Parts jetzt zu lang werden... Also ich habe jetzt vor, ein bisschen was aufzunehmen. Und werde dann zwischendurch mal ein bisschen schneiden. Also nicht so direkt, sondern ich werde dieses Part splitten. Also heißt das, dass ihr... Dass ich hier jetzt einfach mal alles aufnehme bis zum Ende. Und ihr dann am Ende noch gesplittete Parts siehst. Okay, ah, da ist schon Professor Eich. Oh, Dieb. Also irgendwas... Also irgendwie wirkst du langsam wirklich ein echter Champ. Und als Champ solltest du auch ein angemessen Pokédex besitzen. Gib ihn doch mal mit ihm her. Ich rüste ihn für dich auf mit dem Nationalmodus. Boah, geil. Nationalmodus. Yay, jetzt können wir auch alle Pokémon fahren. Ich weiß, es ist nicht leicht, den National-Pokédex zu vervollständigen, aber ich hoffe, du versuchst es trotzdem. Nee, ich versuche es definitiv nicht. Oh, hoppla, schon zu spät. Im Radiosender von Dokatia wird gleich meine Sendung aufgezeichnet. Und du pustest nun endlich nach Kanto auf, nicht wahr? Boah, irgendwas ist heute mit den Lesen los mit mir. Keine Ahnung, aber... schau drauf. Ich habe dort in einer Stadt namens Albastia ein Forschungslabor. Komm doch mal vorbei und lass mich einen Blick auf dein Pokédex werfen, wenn du in der Nähe bist. Okay. So, willkommen auf unserem Schnellboot. MS Aqua, hast du ein Ticket? Natürlich habe ich eins. Super, du hast also ein Ticket. Natürlich habe ich eins. Wir legen bald ab, also beeilen wir dich besser. Na los, natürlich habe ich eins. Okay, das ist... So, dann wollen wir uns mal schneller auf den Weg machen. Hallo, Typ. Alles klar, du bist der letzte Passagier, der noch gefehlt hat. Wieso bin ich das Letzte? Willst du mich beleidigen? Ich bin so das Letzte. Ah, coole Musik. Oh, wow. Entschuldige, ich bin in Eile. Ich bin auf der Suche nach meiner Enkelin. Sie ist verschwunden. Wenn du ein kleines Mädchen siehst, dann sag bitte Bescheid. Okay, dann haben wir schon die erste Aufgabe. Wir müssen hier ein kleines Mädchen finden. Okay. Und nebenbei in irgendwelchen Räumen gehen und irgendwelche Leute besiegen. Abdach, hier komme ich. Du sollst nicht kommen, du sollst einfach nur erscheinen. Ach Gott, der immer so pervers denn hier. Ach, ein Botogel. Ein Eis-Pokémon. Ich weiß nicht, ob das auch noch von Typ Flug ist. Das müsste eigentlich von Typ Flug auch noch sein, oder? Sieht sehr nicht danach aus, oder? Doch. Doch, ist von Typ Flug. Ja, Gott, ne. Es war lange her, dass ich so gegen so ein Pokémon gekämpft habe. Okay. Wolfram. Du bist aber stark. Natürlich bin ich stark. Was denkst du denn? Denkst du, ich bin so eine Memme, die Top 4 nicht besiegt hat? Okay. Du denkst, ich bin noch ein Baby. Das ist gemein. Das denke ich doch gar nicht. Was laberst du? Ich bin kein Baby. So etwas sagt man nicht zu einer... Okay, eine Dame bist du auch nicht. Du bist einfach ein Teenager.
Oder ein Teenager. Hm. Wie manche das früher bestimmt auch noch ausgesprochen haben. Genauso wie ich auch. Yay! Los, Douglas! So, okay. Oh. Dann mache ich lieber auf Teddy Ursa und. Was, geht's nicht beide? Nee. Obwohl. Eigentlich müsste der Douglas eine höhere Initiative haben. Ja, hat er. Dann müsste es auch klappen, so. So, Ladungsstoß. Douglas fällt ab. Und, mal gucken. Teddy Ursa kriegt mächtig eine rein. Und ist besiegt. Tschüss. Okay, Teddy Ursa. Und es hat keine Wirkung auf Humpy. Das war mir schon klar. Ja, dafür ist er... Ah ja. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ausdauer, das ist wahrscheinlich so eine Attacke, die... Oh Gott, nein. Die wird, glaube ich, übelst heftig werden. Ja. Ja, okay, setz Ausdauer. Natürlich klappt Ladungsstoß nicht. Oh Gott, nein. Natürlich nur auf meinen eigenen Pokémon. So, du fliegst mal hoch und einmal zu Trümmer. Oh, es war sogar noch ein Feuertreffer, cool. Oh, wir haben verloren. Oh, ja. Wieso ist Lab... Na, okay, die sagen irgendwie das Gleiche. Hm. Komisch. Haben wir auch unser eigenes Zimmer? Hallo, wo ist mein Zimmer? Ja, okay. Viele warten in ihren Kabinen darauf, herausgefordert zu werden. Okay. Ist hier irgendwo unser Zimmer? Nee, das ist... Hier sieht es zwar leer aus, aber... Ist das wirklich nicht unser... Was ist denn unser Zimmer? Das ist deine Kabine. Wenn du Pokémon hier verletzt, mach hier ein Nickerchen. Danach wird... Okay. Warte, das ist mein... Wenn es meine Kabine ist, was macht der Typ hier? Ich gehe nach Kanto, um meine Feuerspucke-Künste vorzuführen. Okay. Dann zeig mal, was du kannst. Komischer Typ. Okay. Einmal Ladungsstoß. Und tschüss. So, nächster bitte. Als Morgan. Da kann ich ja ruhig ein bisschen Ladungsstoß spammen. Kann ja nicht schaden. Ich wollte sowieso noch... Ah, Roxy. Oh, okay, ist paralysiert und tschüss. Warte, ist noch nicht besiegt? Jetzt aber. Definitiv. So, was hat der wahrscheinlich gleich zusammen? Zisch, die Flamme ist so klein. Yay. Wenn du meinst. Aber was macht denn unser Zimmer? Das geht ja mal gar nicht klar. Ist der wirklich nicht? Warte mal kurz. Warum? Warum ist der Typ in mein Zimmer? Ja, oder wie benutzt man das Bett jetzt hier? Komm mit. Wieso? Oh, fail. Fail, fail, fail. Ich sehe schon. Da unten ist unser... Oh. Da ist doch jemand. Aber hier ist Bett. Schlafenszeit. Yay. Dün, dün, dün. So, sind unsere Pokémon wieder hoch. Ah, frisch schon ausgeruht. Yay. Wir können auch gleich fertig machen. Ein Affe. Ja, okay, ist leer. Wir müssen nämlich alle... Abfall einmal checken, denn hier gibt es glaube ich auch noch Überreste irgendwo. Hier war nichts, da hinten war auch nichts. Gut, dann laufen wir einfach mal weiter. Ich gehe nach unten. Hier wartet bestimmt noch irgendwen. Ach, der sitzt in seinem Bett. Okay. Das ist einfach. Okay. Was mit dir? Schnarch. Hm? Nein, 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 ich bin nicht eingeschnarcht. Na, okay. Ey, da steht eine Wie. Ach, können wir nicht benutzen, okay. Wenn es so ist, dann gucken wir einfach mal weiter. Wir kriegen bestimmt hier... Ach ja, da war ich glaube ich schon mal drin. Ja. Warum sind eigentlich so viele auf einem Zimmer? Ach ja, ich muss ja noch hier unten... stecken, okay. Okay, der Abfall einmal ist leer. Aber ich wechsle trotzdem mal das Pokémon. Ralfi, du darfst mal jetzt mal was machen. Kann nicht sein, dass du die ganze Zeit nichts tust. Okay. Bist du allein? Lass uns kämpfen, natürlich. Oh, genau, richtiges Pokémon. Das war jetzt mehr Lack als verstanden, okay. Okay, Hitzewelle und tschüss. Ist ja stark psychisch, das Pokémon. Also von daher, Geowatz.
Okay, also ich darf es nicht einsetzen. Ich darf Wolfi nicht opfern. Gleich setzt das Ding auch noch Explosion ein, wie ich das kenne hier. So, tschüss, Geowatz, tschüss. Das ist zu viel für mich. Bitch, du hast mich besiegt. Ah, wann? Hier ist noch Müll, Hammer. Okay. Ja, wir suchen den Müll nach irgendwelchen essbaren Sachen. Hier ist nichts. Hier ist ein schön aufgeräumtes Zimmer. Ich wollte hier noch ein bisschen trainieren, bevor wir... Ah, Mann, hier war ich doch schon. War bestimmt schon drin. Hallo? Oh, hallo. Ich kann meine Ecke immer noch nicht finden. Wenn ich nur wüsste, dass sie hier an Bord ist, wäre ich schon beruhigt. Aber andererseits ist es so wie ein Energiebündel, die wahrscheinlich irgendjemandem zu Last fällt. Oh nein, jetzt mache ich mich ja noch Sorgen. Oh Gott. Ja, er macht sich sehr viel Sorgen um seine kleine Nichte. Also wollen wir uns mal drum um das Problem kümmern. Darum gehen wir erstmal nach unten und schauen, ob, was wir da Schönes finden. Sehr. Hallo. Willst du kämpfen? Hey, du da. Ja, dich mal. Könntest du mal einen Kollegen suchen? Er ist abgehauen und vor uns irgendwo. Dieser Musikgänger. Ich würde ihn ja selbst suchen, aber ich kann hier nicht weg. Ah ja, und hier. Der Typ ist wahrscheinlich oben. In der Arbeitspause ist Kämpfen mein Lieblingsbeschäftigung. Okay, wenn du meinst. Dann zeig mal. Makuhita, es ist ein... Ein... Kampf-Pokémon aus der dritten Generation. Ein Radikal. Normal-Pokémon aus der ersten Generation. Risikotacke. Macht ganz schön viel Schaden. Dafür, dass es sehr heftig ist. Superzahn, au. Na, übertreib's mal nicht wieder. Sieg oder nie, egal. Die Pause hat sich gelohnt, ja. Okay, da wollen wir... Obwohl, wir müssen sowieso wieder hoch. Okay, hier ist eine schöne Küche. Und... Ah, hier... Wen haben wir denn da? Ich bin seekrank, okay. Hm, was hast du denn zu bieten? Seekranker Typ. Ah ja, okay. Auf jeden Fall müsste Clearshine nicht... Ah ja. Delegator, oh Gott, ernsthaft? Kauf mir den Scheiß, danke. Ein Magma, da wird sich natürlich das Pokémon, ich will jetzt nicht Wolfi... Aber für meine Schussigkeit. Oh Gott, ein Füchtler. Fail. Ah, Pokémon wechseln. Okay, Douglas, du bist mal dran. Du hast auch mal wieder was machen. Okay. Einmal fliegen. Und Vergeltung. Autsch. Wieso kriegst du mich trotzdem, bevor ich fliege? Komische Vergeltung-Attacke. Ja, er kann sich nicht mehr bewegen. Mir ist übel, er kann sich nicht mehr bewegen und muss kotzen. Okay. Und hier ist nichts. Okay. Also müssen wir nochmal schnell wieder nach oben. Ich habe nämlich den Typen im Bett gesehen. Können wir auch gleich mal selbst ins Bett gehen und schauen, was wir dort finden. Okay. Hier unten ist meine Kabine. Nicht vergessen. Hm, ein weiches Bett. Schlafenszeit. Dün, 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 dün. So, unsere Pokémon sind wieder voll hochgeheilt. Und dann sparen wir auch sehr viele Tränke. Da wir dafür sorgen, dass wir die nicht benutzen müssen. Aber ja, da war ja auch hier, glaube ich, irgendwo in irgendeinem Raum. Nee, in dem war er nicht. Daneben war er. Müsste doch hier irgendwo im Bett waren. Nee. Warten. Oder war das Zimmer direkt neben mir? Kann ja auch sein. Da haben wir ihn ja. Hm? Oh. Okay. Was sagst du da? Ich soll eingeschlafen sein. Paar, so eine Frechheit. Kein Seemann, der etwas auf sich hält, würde zu einen Zeitpunkt seiner Arbeit vernetzen und schlafen. Hör auf, mir was uns unterstellen zu wollen und kämpfe lieber mit mir. Okay, dann muss ich hier auch noch mit denen kämpfen. Ach, so typisch. Hm, Marcello. Okay, Marcello, was hast du denn zu bieten? Bestimmt gar nichts, darum... Na, Hitzewelle sollte, glaube ich, reichen. Ja, reicht auch, gut. Ein Anton, ach, damit kommt Wolfi nicht klar. Obwohl, eigentlich schon, aber... Na, ich will mal Wolfi schon. So, okay. Das Ende wurde besiegt. Und tschüss. Ein Marschock. Ach, ich bleib einfach bei dem Pokémon.
Passt schon irgendwie. Oh, ernsthaft, ist das mit 1 HP überlebt? Okay, zu Trümmer. Und tschüss. So, Level 50 für Aline. Kann es sein, dass ich etwas müde war? Darum war ich nicht ganz bei mir. Okay, wenn du meinst. Diese Niederlage war eine Augenöffnung. Ich gelobe, mich zu bessern und, wie man es von mir erwartet, zu arbeiten. Verpfeife mich bitte nicht beim Kapitän. Okay, mache ich nicht. Nur bei deinen Arbeitskollegen. Ja, somit haben wir erstmal schon mal hier ein bisschen aufgeräumt. Können uns, glaube ich... Oh Gott, ne. Was ist denn mit dieser Maschine los? Oh Gott, ne. Oh, hallo Trainerin. Wie geht's dir? Mir ist langweilig, will zu kämpfen. Nein, will ich nicht. Warum sollte ich auch? Oh Gott, ne. Wolfie... Okay, Wolfie, ich glaube, du kriegst das hin. Okay, du kriegst das immer noch hin. Ja, du kriegst es hin. Sag's doch, du kriegst es hin. Au, du bist so stark, ja. Ich hab dich mit dem Feuer-Pokémon besiegt. Yay. Das Ding ist mir irgendwie ungeheuer. Nicht geheuer, meine ich. Was haben wir hier? Ach, irgendwelche. Sieht sehr nach Maschinenraum-lastig aus. Okay. Gucken wir mal hier rein. Oh, hallo. Da haben wir ja die Nichte gefunden. Hallo. Kapitän, spielst mit mir? Mir ist so langweilig. Ich will spielen. Hä, heißt das? Du spielst mit mir und nicht er? Klasse. Dann spielen wir zusammen verstecken. Los, mach die Augen zu. Was? Nein, ernsthaft. Och, komm. Der Fall ist leer, okay. Gibt's keine Überreste? Mann, verstecken, ernsthaft. Was soll der Mist? Oh, ich darf ihn schon wieder verstecken spielen. Ah, der hat sich wahrscheinlich schon irgendwo versteckt. Ich weiß es. Ah, da haben wir sie ja. Ah, ich hab dich. Oh nein, du hast mich entdeckt. Na gut, dann gehe ich zusammen mal zurück zu meiner Opa. Okay. Hallo Opa, da bin ich wieder. Mein Onkel hier und ich haben auf dem Schiff Verstecken gespielt. Dieb war dein Name, oder? Vielen Dank, dass du meine Enkelin bei Laune gehalten hast. Weißt du was? Ich möchte dir etwas schenken. Hier, bitte nimm das. Geil, Metallmantel. Hm. Das versteckt übrigens Stahlattacken. Die MS Aqua hat Luna in Orianus angelegt. Hm. Ja, so gut für uns gelaufen. Ist nur eine. Ja, okay, können wir auch raus. Ich habe nämlich keine Lust, hier noch weiter rumzuhängen. Ah ja. Oh Gott, ne. Mein PC meckert gerade wieder rum. Ah, egal. So, gehen wir schnell hier raus. Und haben wir es hinter uns. Die MS Aqua haben wir erledigt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Hard Gold. Und dann werden wir uns mal um Kanto kümmern. Also bis dann und ciao.